Die Autoindustrie blickt wieder nach vorn auf der Detroit Motor Show. Vor allem die deutschen Autobauer sind davon überzeugt, dass sie die Krise gut überstanden haben. Nun, wir haben 2009 mit sehr viel Momentum abgeschlossen, waren der Hersteller, der Premium-Hersteller mit dem größten Wachstum im letzten Quartal. Unsere Zielsetzung ist natürlich, dieses Momentum ins neue Jahr hinüberzutragen, noch weiter zu verstärken und auf der Basis ein erfolgreiches Jahr 2010 zu starten. Während der größte Teil der USA fest in den Händen von Eis und Sturm ist, heizt Mercedes-Benz das kalte Detroit auf mit der Präsentation seines neuen E-Klasse Cabrios. Normalerweise dürfte eine Fahrt in einem offenen Wagen im Winter zu einer haarsträubenden Angelegenheit werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch das neue E-Klasse Cabrio bietet einen einzigartigen Ganzjahreskomfort. Zwei innovative Technologien reduzieren die typischen Turbulenzen in einem Cabrio. Das AirCap ist ein automatisches Windschutzsystem und besteht aus zwei Komponenten. Einem Windschutz am oberen Rand der Frontscheibe und einem Windschott zwischen den Kopfstützen der Rücksitze. Beide verringern den natürlichen Luftstrom. Das garantiert zwar nicht, dass jedes Haar an seinem Platz bleibt, aber es macht einen deutlichen Unterschied. Herr Scarf wirkt dagegen wie ein warmer Schal. Aus den Kopfstützen der Vordersitze kommt warme Luft, die sich um Hals und Nacken legt. Mit dem neuen E-Klasse Cabrio vervollständigt Mercedes seine neue E-Klasse-Familie aus Limousine, T-Modell und Coupé innerhalb nur eines Jahres. Doch nicht nur das. Im Rampenlicht der Detroit Motor Show steht auch der Supersportwagen SLS AMG, der bereits im Frühjahr auf den Markt kommt. Ausgestattet mit einer 6,3-Liter-Maschine und den typischen Flügeltüren, die auf das Original, den SL 300 aus den frühen 1950er Jahren zurückgehen. Ein Highlight der Show, ein Aushängeschild für Mercedes-Benz und einer von zahlreichen Innovationen, warum der deutsche Autobauer optimistisch in die Zukunft blickt.